So, willkommen zur heutigen Pressekonferenz anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus präsentieren Vizebürgermeister und Menschenrechtsstadtrat Wiederkehr, Zara Geschäftsführerin Liegl, Zara Outreach Illitz, SPÖ-Gemeinderätin Goso und die Vizepräsidentin der Hochschülerinnenschaft der österreichischen Roma und Romnia. Schwerpunkte im Jahr der Menschenrechte sowie den Zara Rassismus Report 2022. Ich darf den Herrn Vizebürgermeister bitten. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Rathaus. Heute gibt es eine Premiere und nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Nämlich heute ist der Internationale Tag gegen Rassismus und es ist das erste Mal, dass eine große Veranstaltung zum Anlass diesen Tages im Rathaus stattfindet, gemeinsam mit NGOs und Zivilgesellschaft und der Politik. Wir haben eingeladen, um hier dieses Thema, nämlich Rassismus, wie es weiterhin in der Gesellschaft leider vorhanden ist, zu thematisieren und gemeinsam Ableitungen zu treffen, Initiativen zu setzen, um gegen Rassismus anzukämpfen. Und es ist auch eine Premiere, weil zum ersten Mal der Report, auch von Zara, den ich sehr schätze seit vielen Jahren, hier gemeinsam präsentiert wird, der immer sehr wichtig darauf hinweist, wo es Handlungsbedarf gibt und wo Bemühungen gegenüber antirassistischen Initiativen und der Politik, die gegen Rassismus auch kämpfen muss, gesetzt werden müssen. Und das alles in einem Jahr, das besonders wichtig ist für Wien als Menschenrechtsstadt. Wien ist schon lange Menschenrechtsstadt und heuer ist das Jahr der Menschenrechte ausgerufen, hier auch von der UN, zu 30 Jahre Weltkonferenz und zu 75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Weil die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist das Fundament unserer Politik in Wien und auch das Fundament für die antirassistische Arbeit, nämlich der Grundsatz in Artikel 1, alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren. Und das nehmen wir in Wien sehr ernst, nämlich unabhängig von Herkunft, von Religion, von sexueller Orientierung, dass alle Menschen gut, gleich behandelt werden und alle Chancen bekommen, nämlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und es ist leider nicht selbstverständlich, wenn ich über die Stadtgrenze hinaus schaue und in Niederösterreich eine Ausgrenzungskoalition geschmiedet worden ist. Da bin ich froh, dass wir in Wien das Gegenteil davon sind, nämlich eine Stadtpolitik, die inklusiv ist, die darauf achtet, dass Menschenrechte geachtet werden, die Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Herkunft in Wien willkommen heißen, als Wienerinnen und Wiener sieht und ihnen hier die Möglichkeit gibt, eine bestmögliche Bildung zu bekommen, um dann ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die Menschenrechtsstadt Wien setzt sich hier für Vielfalt, für Toleranz und auch für Inklusion ein. Aber selbstverständlich gibt es viel zu tun in einer großen Stadt wie Wien, weil Rassismus für viele Menschen leider noch immer alltäglich ist und Menschen mit Rassismus begegnet werden. Drum ist hier die Stadt mit den vielen Initiativen, die wir setzen, gefordert, nämlich diese noch weiter zu intensivieren. Wir haben hier unterschiedliche Projekte, auch Kooperationen mit Zara, die hier sehr wertvoll sind im Kampf gegen Rassismus, aber auch von der Seite der Stadt zum Beispiel einen Wiener Integrations- und Diversitätsmonitoring, wo wir erheben, wie geht es in diesen Themenbereichen im Rahmen der Stadt. Und für mich ganz wichtig die Information von Menschen, die neu nach Wien kommen, denn Wien wächst gewaltig, allein letztes Jahr über 50.000 Menschen Nettowachstum in Wien aus ganzer Welt und die Menschen, die zu uns kommen, sollen Orientierung finden. Darum gibt es von Seiten der Stadt hier für Neuankommende Stadt Wien ein Infomodul, wo über unterschiedliche Bereiche aufgeklärt wird, über den Bildungsbereich, über den Gesundheitsbereich, aber auch beispielsweise über Themen wie welche Rechte hat man, aber auch welche Pflichten hat man, damit man auch im Fall von Rassismus weiß, wo man sich hinmelden kann. Da gibt es neben Zara natürlich auch innerhalb der Stadt Beschwerdemöglichkeiten, wenn man konfrontiert wird damit. Was mir wichtig ist, ist hier eine Vernetzung zu schaffen. Heute auch bei der Veranstaltung viele Personen, Initiativen angemeldet. Ich danke hier Zara, dem Menschenrechtsbüro, vor allem auch für die Durchführung der Veranstaltung. Ich freue mich, dass Hör dabei ist, als recht neu gegründete Initiative. Und dir auch für die Zusammenarbeit und auch fürs Ins-Leben-Bringen diesen wichtigen Tages.
Frau Gemeinderätin. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass... Gerne, dann fange ich noch einmal an. Ich freue mich auch unglaublich, dass heute die Stadt Wien als erstes und einziges Bundesland eine Konferenz zum Thema Antirassismus organisiert. Das ist wirklich ein historischer Moment und ich bin extrem glücklich darüber, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Wir sehen in den letzten Jahren immer mehr, dass Rassismus in der Politik salonfähig geworden ist. Es wird Politik auf Kosten von Menschen gemacht, die nicht als Individuen gesehen werden, sondern durch Schubladendenken in Gruppen rassifiziert und homogenisiert werden. Das führt dazu, dass bestehende Vorurteile bedient und immer wieder reproduziert werden. Rassistische Äußerungen und Taten müssen Konsequenzen haben und dürfen nicht mit Ämtern belohnt werden. Wir als Politiker und Politikerinnen haben hier eine große Vorbildfunktion. Das wirkt sich nicht nur auf die Betroffenen aus, sondern auf die gesamte Gesellschaft, die durch das beeinflusst wird. Dadurch haben wir auch in den letzten Jahren eine verstärkte Spaltung in unserer Gesellschaft erlebt. Und genau das zeigt, Rassismus geht uns alle etwas an. Mit den jüngsten Entwicklungen in der österreichischen Politiklandschaft im Hinblick auf Niederösterreich wird es immer deutlicher, wieso wir Konferenzen solcher Art brauchen. Und hier hat die Stadt Wien definitiv eine Vorbildfunktion inne. Und darauf bin ich sehr stolz. Diese Antirassismuskonferenz ist ein wichtiger Schritt. Jedoch ist essentiell, hierfür eine Beständigkeit zu schaffen. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass in Zukunft Rassismus weiterhin tief in all unseren Strukturen und Lebensweisen verankert bleibt. Aus diesem Grund ist eine beständige und eine großflächige antirassistische Arbeit notwendig für ein rassismusfreies Miteinander. Wir können diesen Handlungsbedarf heute ja durch den SARA-Report klar erkennen. Auch andere Organisationen, die Rassismus und Diskriminierung in Österreich dokumentieren und aufzeigen, wie beispielsweise die Doku-Stelle, welche antimuslimischen Rassismus zum Schwerpunkt hat, oder auch die Initiative Diskriminierungsfreies Bildungswesen, zeigen klar auf, dass noch vieles getan werden muss. Ich möchte mich sowohl bei allen Personen als auch Organisationen, die seit Jahren ehrenamtliche Arbeit leisten, dafür bedanken, dass sie den Rassismus in unserer Gesellschaft aufzeigen und hier wirklich wichtige Bildungsarbeit leisten. Leider wird diese Arbeit, diese wichtige Arbeit, viel zu wenig anerkannt und viel zu wenig gefördert. Es ist wichtig und richtig, sich als Politik klar zu positionieren, Rassismus zu benennen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Hier ist beispielsweise ein dringendes Vorhaben, einen Aktionsplan gegen Rassismus auf nationaler Ebene zu schaffen, wie es auf der EU-Ebene gefordert wird. Es wäre wirklich dringlich, dass die Bundesregierung endlich ins Handeln kommt und diese wichtige Aufgabe wahrnimmt. Eine solidarische Politik sollte alle Stimmen wahrnehmen und diese auch in die Politik einfließen lassen. Nehmen wir uns den heutigen Tag als Startschuss, diese Antirassismuskonferenz jedes Jahr am Internationalen Tag gegen Rassismus abzuhalten, nehmen wir das Thema ernst, setzen wir es als Priorität, um dem Rassismus entgegenzuwirken. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf an SARA-Geschäftsführerin Liegl übergeben. Ja, vielen Dank. Wir präsentieren den SARA-Rassismus-Report 2022 gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgerinnen und im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema Rassismus. Die Veranstaltung wird von Community-Organisationen gemeinsam mit dem Menschenrechtsbüro der Stadt Wien und SARA bespielt. Erstmals haben wir die Gelegenheit, den Rassismusreport im Wiener Rathaus vorzustellen. Das Wiener Rathaus ist das Zentrum des politischen Lebens sowie der Verwaltung der Stadt und des Landes Wien. Das ist ein wichtiges Zeichen, denn Rassismus und Macht sind eng miteinander verknüpft. Rassismus ist ein gesellschaftliches Instrument, das seit Jahrhunderten Macht, Ressourcen, Rechte und Pflichten ungleich verteilt. Dieses System sichert weißen Menschen bestimmte Privilegien als auch die Vorherrschaft in unserer Gesellschaft. Macht hat aber auch das Potenzial, Veränderungen herbeizuführen, das System Rassismus aufzubrechen. Und wir haben heute die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung vielen Menschen, die Rassismuserfahrung haben, zuzuhören, uns mit ihnen auszutauschen und gemeinsam zu lernen,
wie wir dem System Rassismus effektiv entgegentreten können. Ramazan Yildiz wird nun auf das Schwerpunktthema des Rassismusreports 2022, nämlich Rassismuserfahrungen im Lebensbereich Dienstleistungen, eingehen, ebenso wie auf die ZARA-Forderungen zum Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Ramazan, darf ich dich bitten? Danke. Rassismus ist basically Alltag. Ich beginne mit dem Satz von Saschka Dimitsch, der Vizepräsidentin der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romnia, die in einem Gespräch über Rassismus bei Dienstleistungen für den aktuellen ZARA-Rassismus-Report geäußert hat. Das Statement bringt nämlich vieles wirklich auf den Punkt. Oft haben direkt Betroffene, die sich bei ZARA melden, bereits mehrere Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen erlebt. Sie melden meist diese Erfahrungen in der Regel gar nicht erst einmal. Erst wenn sie aufgrund drastischerer Fälle bei der ZARA-Beratungsstelle sind, stellen sie fast beiläufig Situationen, in denen ihnen rassistische Verhaltensweisen im Supermarkt oder in einer Bankfiliale widerfahren sind. Darum haben wir uns in diesem Jahr für den Schwerpunkt im Lebensbereich Dienstleistungen entschieden. Der Schwerpunkt verdeutlicht, wie unbeachtet und allgegenwärtig struktureller Rassismus und die damit einhergehende ungleiche Machtverteilung in unserer Gesellschaft ist. Die ungleiche Machtverteilung diktiert, wer welchen Zugang zu welchen Ressourcen hat und stellt unmittelbar von Rassismus betroffene Menschen vor große und kleine Hürden. In einem im Report beschriebenen Fall wird etwa Herrn T., einer Person of Color, vom Türsteher der Zutritt in einen Nachtclub verwehrt. Nachdem seine weißen Freunde kurze Zeit später ohne Probleme in den Club hineinkommen, konfrontiert Herr T. den Türsteher mit der rassistischen Situation, woraufhin dieser Herrn T. gewaltsam angeht. Herr T. entfernt sich ohne Gegenwehr aus dem Eingangsbereich, kann aus der Ferne aber noch beobachten, wie andere POCs auch der Eingang verwehrt wird. Nachdem sich der Klient bei der ZARA-Beratungsstelle meldet, ein Entlassungsgespräch und eine rechtliche Beratung verfolgt, wird ein Interventionsschreiben verfasst, auf das eine positive Rückmeldung vom Besitzer des Clubs folgt, nämlich eine Sensibilisierungsarbeit der Mitarbeitenden und die Einladung des Herrn T. mit Getränke und Freunden. In einem anderen Fall wird ein Schüler beim Besuch eines Jugendtheaters rassistisch beleidigt und körperlich sogar angegangen, nachdem dieser in der Garderobe etwas lauter wird. Die Täterin stützt sich auf ihn, packt ihn am T-Shirt und schüttelt ihn, während sie ihn und die Klasse rassistisch beleidigt. Auch die Intervention der Lehrerin bringt die Täterin nicht dazu, die SchülerInnen nicht mehr rassistisch zu beleidigen. Auf das Interventionsschreiben von ZARA folgt keine Einsicht der Verantwortlichen. Auch eine direkte Stellungnahme der Täterin blieb aus. Diese beiden Fälle zeigen exemplarisch, wie einschneidend die Auswirkungen von Rassismen auf das Leben der direkt Betroffenen sein können. Deshalb hat ZARA einen Forderungskatalog erstellt, der als Leitfaden für einen umfänglichen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus genutzt werden kann. ZARA fordert unter anderem umfassende, von der öffentlichen Hand finanzierte Kampagnen, die mehrsprachig sind und die Entwicklung einer rassismuskritischen Gesellschaft kontinuierlich fördern. ZARA fordert auch eine neue politische und mediale Kultur, in der das Wahrnehmen von Verantwortung im Hinblick auf das Instrument Rassismus im öffentlichen Diskurs ein fixer Bestandteil wird. Des Weiteren fordert ZARA auch die Abschaffung von den sogenannten Deutschförderklassen. Aus dem umfangreichen Forderungskatalog haben wir 10 sofort umsetzbare Maßnahmen, wie die der letztgenannten, hervorgehoben, die politische Entscheidungstragende sofort nutzen können, um Rassismus einzudämmen. Diese 10 Forderungen können Sie auf unserer Webseite www.zara.or.at einsehen und auch unter anderem den Rassismusreport und die älteren Rassismusreports runterladen und sich durchlesen. Nutzen Sie diese Forderungen. Bringen Sie diese in den öffentlichen Diskurs, schreiben Sie darüber und posten Sie darüber auf Social Media. Teilen und verbreiten Sie diese Forderungen, die mit minimalem Aufwand großen Wandel herbeiführen können. Bleiben Sie zivilcouragiert. Danke. Vielen Dank. Ich darf Herr Vizepräsidentin Dimitsch bitten. Vielen Dank. Ich stehe heute hier als Vertreterin der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romnia, um auf ein schwerwiegendes Problem aufmerksam zu machen, das unsere Community schon viel zu lange plagt: der Rassismus bei Dienstleistungen und Gütern.
Seit Jahrhunderten war und ist die Roma-Community in Österreich und auch europaweit systematischer Diskriminierung und Vorurteilen ausgesetzt. Allein aufgrund unserer ethnischen Zugehörigkeit werden uns die Zugänge zu grundlegenden Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Wohnraum, Bildung, Gesundheitsvorsorge und sogar Beschäftigung verwehrt. Wir wurden von Geschäften und Restaurants und sogar von öffentlichen Verkehrsmitteln allein aufgrund unserer ethnischen Zugehörigkeit abgewiesen. Dieser Rassismus ist nicht nur verletzend und ungerecht, er schadet auch unserer Community zutiefst. Es hat zu Armut, eingeschränktem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung geführt und zu Hoffnungslosigkeit, aus dem Kreislauf von Unterdrückung und Diskriminierung auszubrechen. Die Wurzeln dieses Problems reichen tief in die Geschichte zurück und sind nicht leicht zu beseitigen. Seit Jahrhunderten sind Roma in ganz Europa Opfer von Diskriminierung, Verfolgung und Gewalt. Dies hat tiefe Narben hinterlassen, oft physisch, aber in den meisten Fällen auch solche, die man nicht sieht, die emotionalen, die unsere Volksgruppe noch heute beeinträchtigen. In Österreich ist diese Diskriminierung besonders schwerwiegend. Trotz des Versuchs, eine multikulturelle Geschichte in diesem Lande aufzubauen, wurden Roma an den Rand gedrängt und von der Dominanzgesellschaft ausgeschlossen. Dies hat dazu geführt, dass wir oft als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt werden und nur begrenzten Zugang zu Dienstleistungen und Gütern haben, die für andere selbstverständlich auch sind. Der Antiziganismusbericht von Romano Centro veröffentlichte im Jahr 2017 55 antiziganistische Vorfälle aus den Bereichen wie zum Beispiel Arbeitswelt, Bildung und Medien. Ein Beispiel aus dem Alltag ist der 1. April 2017. Hier wurde ein Rom beim Aussteigen aus der S-Bahn in Wien-Floridsdorf vom Zugführer mit dem Z-Wort beschimpft. Mindestens 10 weitere Fahrgäste hörten dies. Der Betroffene wandte sich an die Beratungsstelle Zara, die den Vorfall der ÖBB meldete. Von Seiten der ÖBB erfolgte eine Entschuldigung und es wurde versichert, dass mit dem Zugführer gesprochen wurde und interne Maßnahmen ergriffen wurden. Doch das ist jetzt kein Einzelfall. Diskriminierung aufgrund antiziganistischer Vorurteile findet, wie wir sehen, in Alltagssituationen statt, wie beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel oder beim Einkaufen. Bekannt wird von diesen Fällen vermutlich nur ein Bruchteil. Der Großteil wird wohl weder von den Betroffenen noch von ZeugInnen gemeldet. Es ist also davon auszugehen, dass Fälle nicht gemeldet werden aufgrund des historisch bedingten Misstrauens in staatlichen Strukturen. Und dies ist auch berechtigt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass community-basierte Organisationen mehr Unterstützung und Fundings bekommen, damit Betroffene einen Zugang zu Safe Spaces haben, wo ihr Vertrauen nicht missbraucht wird. Wir glauben, dass Österreich das Potenzial hat, eine integrative und multikulturelle Gesellschaft zu sein. Eine Gesellschaft, die Vielfalt schätzt und zelebriert, und eine Gesellschaft, die den Beitrag aller BürgerInnen unabhängig von ihrem ethischen Hintergrund anerkennt. Um dies zu erreichen, müssen wir zunächst die Existenz von Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft anerkennen. Wir müssen erkennen, dass es sich dabei nicht nur um individuelle Vorurteile handelt, sondern vielmehr um das Ergebnis tief verwurzelter struktureller Ungleichheiten, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen, um diese Ungleichheiten zu beseitigen. Das bedeutet, dass wir Maßnahmen und Praktiken umsetzen müssen, die die Gleichstellung fördern und Diskriminierung verhindern. Und dass wir diejenigen, die Rassismus und Diskriminierung aufrechterhalten, für Handeln zur Rechenschaft ziehen müssen. Wir brauchen wesentlich mehr Sensibilisierungsmaßnahmen in Schulen und für Berufsgruppen wie Medienschaffende, Lehrpersonen, SozialarbeiterInnen, Polizeibeamte und Verwaltungsbedienstete. Das Ziel ist es, eine integrative Gesellschaft zu schaffen, in der die Vielfalt gefeiert und jeder Mensch mit Respekt und Würde behandelt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rassismus bei Dienstleistungen und Gütern ein erhebliches Problem darstellt, das die Roma in Österreich
und andere Minderheitengruppen in der ganzen Welt betrifft. Es liegt also an uns allen, die Existenz von Rassismus anzuerkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um dagegen vorzugehen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine Gesellschaft schaffen, die alle einschließt, vielfältig ist und allen gerecht wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Zum Report, Sie haben jetzt keine Zahlen genannt. Können Sie sagen, wie viele Fälle verzeichnet wurden? Gab es da Änderungen, gab es Verschiebungen, etwa was weiß ich, in Richtung Internet oder eher wieder mehr Richtung Offline? Wir haben heuer bewusst die Zahlen nicht in den Vordergrund gestellt. Die Zahlen stellen ein sehr verfälschtes Bild dar. Sie sagen etwas darüber aus, wie viele Menschen sich bei Zara melden und wie viele Beratungen wir machen, wie viele Maßnahmen wir setzen. Aber sie sagen nichts über das Kernproblem, nämlich strukturellen Rassismus aus. Strukturellen Rassismus kann man nicht in Zahlen gießen. Strukturellen Rassismus muss man tiefgehender qualitativ analysieren. Und deshalb haben wir auch diesen Forderungskatalog entwickelt, wo wir sehr viele Vorschläge drinnen haben, wie man dieses System Rassismus aufbrechen kann. Und man kann sich die Zahlen jetzt anschauen und es wird dann immer ein Vergleich gezogen zum letzten Jahr, zum vorletzten Jahr. Gibt es mehr Rassismus, gibt es weniger Rassismus? Rassismus ist ganz einfach tagtäglich präsent in allen Strukturen, in unseren Institutionen, in der Gesellschaft insgesamt. Man kann das nicht quantifizieren. Aber man sieht leider, welche Auswirkungen Rassismus auf die direkt davon betroffenen Personen haben. Aber Rassismus ist auch etwas, das unserer Demokratie und unserer Gesellschaft insgesamt schadet. Gibt es weitere Fragen?